Herzlich willkommen zu meinem Erfahrungsbericht zum Thema Geländemodellierung mit Alplan. Mein Name ist Marcel Stieger und viele von Ihnen kennen mich schon aus früheren Filmbeiträgen. Die besten Werkzeuge für jede Aufgabe zu nutzen, ist mir bei der Modellierung sehr wichtig. Bei meinen Modellarbeiten spielen die von CDS entwickelten Add-ons eine sehr entscheidende Rolle. Sie werden sehen, wie ich erstens Höhendaten von SwissTopo dazu benutze, ein Geländemodell zu modellieren, wie ich Straßen, Plätze und Grünflächen separiere und auch hervorhebe. Drittens, wie wir Korrekturen an den Geländeebenen vornehmen können. Dann weiters ist mir wichtig, Ihnen aufzuzeigen, wie ich jeweils den BIM-Einfügepunkt deklariere und erstelle. Dann weiters, wie wir die Georeferenzierung sicherstellen. Und ganz zum Schluss noch, wie ich jeweils Straßen und Plätze beschrifte. Ich hoffe, dass Sie in meinem Beitrag gute Anregungen finden, um selber beim Modellieren profitieren zu können. Let's do it! Auf der Homepage von SwissTopo können Sie Landeskarten, Orthofotos, Gebäudemodelle sowie Punktfiles für das Gelände kostenlos herunterladen. Sie bestimmen in der Übersichtskarte die gewünschte Kachel. Sie haben die Wahl zwischen 50 cm und 2 m Punktabstand. Der größere Punktabstand reicht in vielen Fällen aus. Vor dem Import vergebe ich dem Projekt für die Georeferenzierung einen Offsetwert, den ermittle ich im Geoportal. An diesen Koordinaten liegt bei mir der CAD-Nullpunkt. Mit Vorteil ist das gleich auch der BIM-Einfügepunkt. Jetzt kommt das Add-on Geometrie-Tools ins Spiel. Mit der Funktion Import XYZ-Punktedatei lese ich die Daten ein. Ich hinterlege mir den gewünschten Ausschnitt aus dem Situationsplan und lösche die Punkte außerhalb weg. Im Register Gelände nutze ich die Funktion Dreiecksnetz vermaschen, um die Punkte in ein digitales Gelände zu verwandeln. Auch wenn Sie das Programm Cinema 4D nicht auf dem Rechner installiert haben, exportieren Sie die Daten an Cinema 4D senden. Anschließend importieren Sie diese Daten gleich wieder auf ein leeres Teilbild. Erneut nutzen wir das Add-on Geometrie-Tools, um die Punkte massiv auszudünnen. Hier werden aus über 30.000 Punkte weniger als 9.000 Punkte. Geländeunterschiede sind noch immer sehr gut erkennbar. Wir nutzen nun die Situation, um mit der automatischen Flächenerkennung Straßen sowie Gehsteige mit einer Füllfläche zu belegen. Jetzt kommt eine wertvolle Funktion aus dem Add-on Elementkonverter zum Zug. Damit lassen sich Füllflächen mit einem Klick in 3D-Polyflächen umwandeln. Nun extrudiere ich die Flächen zu Körpern. Da ich sowohl die Ebenen wie auch die Körper oft kopieren muss, behelfe ich mir für die präzise Verschiebung mit einer 3D-Linie. Erspare ich mir später Zeit. Wir legen uns von den Straßenkörpern wie auch von den Ebenen eine Kopie an und verschneiden anschließend die Ebene mit dem Körper. Wir erhalten die Fläche der Straße. Wir müssen nun von der Geländeebene die Straßenfläche abziehen. Das machen wir auch mit den übrigen Modellteilen. Das ergibt die gewollte Darstellung. Das Modell gliedert sich nun in den äußeren Umgebungsbereich sowie dem farbig markierten engeren Bereich mit der Aussparung für das bestehende Gebäude. Wir fügen nun die Gebäude hinzu. Diese habe ich als DWG-Datei kostenfrei aus SwissTopo heruntergeladen. Dieses Gebäudemodell habe ich auf der Grundlage von 2D-Plänen, Fotos und einer Begehung vor Ort modelliert. Es dient als Grundlage für einen Architekturwettbewerb für eine Umnutzung und Erweiterung des Gebäudes.
Bis zu diesem Modellstand musste ich die eine und andere Herausforderung lösen. Sie sehen im Originalgelände von Swisstopo, dass dieses beim Anschluss an das Gebäude oft verzieht und somit so nicht brauchbar ist. Oft sind das Stellen, wo es dunkle Schatten hatte oder wo Gebüsche das Terrain belegen. Ich hinterlege nun den Situationsplan und schneide die Fläche auf der Nordwestseite aus. Extrudiere die Polyfläche bis einige Meter über den höchsten Punkt der Geländeebene und generiere die Verschneidungsebene. Im Add-on-Baugrube finden wir eine Funktion, um Ebenen in die einzelnen Dreiecksflächen aufzulösen. Wir können nun die nicht korrekten Dreiecke löschen oder mit Punktemod einzelne oder mehrere Punkte modifizieren. Der BIM-Einfügepunkt mit zwei Kontrollpunkten ist meine nächste Aufgabenstellung. Der Einfügepunkt ist im Idealfall identisch mit dem CAD-Nullpunkt und stimmt in unserem Fall mit dem Offset-Wert überein, was aber nicht zwingend nötig ist. Die Kontrollpunkte weisen in unserem Fall je 50 Meter Distanz auf dem Koordinatennetz nach Norden respektive nach Osten auf. Mit dem Add-on-Grafiktext realisiere ich die Beschriftungen. Die Eigenschaften für die 2D-Darstellung und für das 3D können separat definiert werden. Als nächstes überprüfen wir noch mit der Situation aus dem Geoportal, ob die Georeferenzierung auch wirklich stimmt. Der Zugang zum Geoportal ist kostenlos. Es sind verschiedene Karten verfügbar. Mit dem Messwerkzeug ermitteln wir die Koordinaten eines in der Situation bekannten Fixpunktes und vergleichen die Messung mit der Messung in unserem Altplanmodell. Zum Schluss wollen wir noch die zwei angrenzenden Straßenzüge beschriften. Dazu benutzen wir nochmals das Add-on-Grafiktext. Wir schreiben den Straßennamen ins Eingabefeld, setzen den Text ab und drehen ihn im Modell in die gewünschte Ausgangsrichtung. Damit haben wir ein Resultat, mit dem wir gut zufrieden sein können. Auch Sie schaffen mit hoher Modellqualität eine gute Grundlage für erfolgreich umgesetzte Bauwerke. Die gezeigten Add-ons können Sie bestellen auf unserer Homepage oder bei Ihrem Altplan-Händler. Ich freue mich, wenn ich Ihnen etwas Wissen vermitteln konnte und wünsche Ihnen bei der Umsetzung viel Erfolg. Ihr Marcel Stieger.